und herzlich willkommen. Heute geht es weiter mit der Werkbank, im Speziellen mit dieser Schublade und der Aufbewahrung für die Werkzeuge. Ich wünsche dir viel Spaß. Die beiden Pressspanplatten waren noch von einem alten Küchenkorpus übrig geblieben. Ich habe sie mit Hilfe von Bodenträgern ausgerichtet und dann geschnitten, damit es am Ende genau passt. Nachdem der Korpus fertig war, habe ich die Fachböden zugeschnitten. Weiter ging es mit dem Bau der Schublade.
Da die Auszüge Überstand hatten, musste ich die Frontabdeckung etwas ausstimmen. Zum Schluss habe ich die Schublade innen noch unterteilt, damit nichts durch die Gegend fliegen kann. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, es hat dir gefallen. Über ein Abo und einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Bis demnächst.